Hallo, ich bin Dr. Nazari, ich bin Kulturwissenschaftler und habe die Agentur für Reinkultur gegründet. Viele Menschen sind gegen die Islamisierung des Abendlandes. Doch die meisten von ihnen haben überhaupt gar keine Ahnung davon, wie islamisiert dieses Land bereits schon ist. Ich meine, können Sie sich das vorstellen, wie peinlich es sein muss, dass Sie auf eine Demo gehen und Sie wissen gar nicht, wogegen Sie sind? Und da komme ich ins Spiel. Ich helfe Ihnen in Ihrer Unwissenheit. Ich meine, wenn gegen die Islamisierung geschossen wird, dann mit Substanz und Sachverstand. Ja, und heute werde ich Herrn Jason Peschke darin unterstützen, sein deutsches Umfeld von allem, was nicht deutsch ist, fernzuhalten. Ich bin Jason Peschke, 31 Jahre alt, und ich muss persönlich sagen, ich mag den Islam nicht. So, was ich auch nicht mag, ist, dass sie hier alle rüberkommen und denken, sie können die alles verändern. So. Ich mache mir auch Sorgen, ich weiß nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich möchte hier nicht irgendwann zu Weihnachten den Geburtstag von Erdogan feiern. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe den Herrn Dr. Nazari halt engagiert, einfach präventiv, damit ich genau weiß, das ist Arabien, das sind Islamisten, damit ich das ja nicht mehr in meinem Leben habe. Ich glaube, das ist er. Ich mach mal auf. Hi, Dr. Nazari. Wie geht's Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Ja, jetzt so. Ich habe eine neue Matratze und da... Also muss ich Sie direkt schon unterbrechen. Ich erkläre Ihnen mal, wie das heute läuft. Also, jedes Mal, wenn Sie einem islamischen, arabisch-türkischen oder persischen Kultureinfluss nähern, unterbreche ich Sie, indem ich... Leute. Ah ja. Also ich habe jetzt gerade nur von meiner Matratze... Ja, also Matratze kommt aus dem Arabischen und heißt Matra, was so viel bedeutet wie Bodenkissen. Na gut, dann schlafe ich ab jetzt auf dem Sofa. Ja. Die Sofa kommt auch aus dem Arabischen und heißt Sofa. Streichen wir. Ja, erste Lektion. Okay, dann kommen Sie erstmal rein, dann trinken Sie erstmal einen Kaffee. Ja. Ja, gut, dass es da mit meinem Kaffee direkt dann anfing, war natürlich erstmal eine Bremse, aber. Okay. Sie wissen warum? Nee. Gar nicht? Nee. Spätestens bei der Bezeichnung Arabica hätte es bei Ihnen eigentlich schon klingeln müssen. Das Wort Kaffee kommt tatsächlich aus dem Arabischen und die Araber haben es schon lange vor uns getrunken. Deswegen bitte Finger weg. Okay? Danke Ihnen. Gerne. Nach der ersten Bremse sind wir dann aber aufs Gaspedal getreten. Achso, weil wir sind mit dem Auto, sind wir zum Supermarkt gefahren, damit mir der Herr Dr. Nazari kultursensibles Einkaufen beibringt. Und ja, dann folgte allerdings auch schon die nächste Klatsche. Herr Dr. Nazari, ich sehe gerade, Benzin ist leer, ich müsste hier noch mal kurz tanken. Benzin? Nein. Spazieren gehen ist auch was Schönes, oder, Herr Peschke? Ich meine, wenn Sie es ganz deutsch sehen, dann könnten wir auch marschieren. Ja, Herr Peschke hat eben gerade eine alte Bekannte auf der Straße getroffen. Und ich sag mal so, da herrscht so gewisse amoröse Tendenzen. Aber auch bei Dates können so gewisse Fallstricke sein. Und ich glaube, ich sollte mal schnell rübergehen, um ihn unter die Arme zu greifen. Ja. Ja, wollen wir uns dann am Mittwoch auf einen Kaffee treffen? Kaffee geht leider nicht. Sorry, kann ich nicht machen. Was soll das denn jetzt gerade? Entschuldigung, wie heißen Sie? Nadja. Nadja. Nadja, tschüss Nadja. Ich fand die eh hässlich. Klar. Ich habe Herrn Peschke jetzt eine Einkaufsliste gegeben und in diesen Supermarkt geschickt, damit er den Einkauf macht. Ich bin gespannt, wie er diesen kultursensiblen Einkauf hinbekommt. Und das dürfte wahrscheinlich wie ein Spaziergang durch ein Minenfeld sein. Aber da muss er jetzt durch und ich bin dann gespannt auf das Ergebnis. Ja, ja, aber im Supermarkt hätte er auf jeden Fall ein Süd gemacht. Der erste Teig Zucker? Ja. Fängt schon gut an. Das Wort Zucker hat seinen Ursprung im Altindischen und ist dann über das arabische Zucker nach Europa gekommen. Nächster Teig, Sultanin. Herr Peschke, ich bitte Sie, da steckt das Wort Sultan doch schon im Wort. Also. Genau, und dann habe ich eine Aubergine. Also ich muss ehrlich sein, ich hätte niemals gedacht, dass das so schwer wird. So, aber ich sehe doch ein, so denn Herr Dr. Nazari, der hatte absolut recht. So, und, Deutsch sein heißt eben auch Opfer bringen. Okay, folgender Vorschlag. Sie können alles, was in diesem Beutel drin ist, behalten, wenn Sie einen rein deutschen Namen dafür finden. Aubergine kommt aus dem Arabischen und heißt Al-Batinjan. Kapern? Salzerbsen. Ahornsirup? Süßungsflüssigkeit. Pumpernickel. Das ist okay.
Das ist schon das ist sehr deutsch. Ja, der Einkauf mit Jason war eine mittelschwere Katastrophe, aber der Tag war noch nicht vorbei. Also Herr Peschke, was steht denn so heute auf dem Programm? Hm? Also ich habe um 16 Uhr halt noch einen Termin beim Hausarzt. Ja. Der wollte mit mir über meine Blutzuckerwerte sprechen. Und über meine Blutsüßungspulverwerte. Nicht, dass ich süßungspulverkrank werde. Genau. Und dann bitte ich Sie direkt mal diesen Termin abzusagen. Sie sehen, auch die moderne Medizin ist sehr stark geprägt von der islamischen Wissenschaft. Deswegen geht das nicht. Vielleicht kennen Sie einen traditionellen altgermanischen Druiden, den Sie konsultieren können. Ein Druiden? Ja. Ja, und das muss auch leider weg. So, und dann dachte ich, schlimmer kann es jetzt nicht werden. Ich bin bereit, für Deutschland Opfer zu bringen. So, aber was dann kam, da dachte ich, jetzt ist Polen offen. Herr Dr. Nazari, lassen Sie mich einmal kurz durchatmen. Das ist so viel. Ich weiß nicht, wie ich das alles verarbeiten soll. Alkohol. Fun Fact. Das Wort Alkohol kommt aus dem Arabischen und heißt Alkohol und ist somit für Sie verboten. Ja, genau. Nee, Herr Peschke, ernsthaft, packen Sie das Bier weg. Vorschlag zur Güte, vielleicht probieren Sie es mit einem alkoholfreien Bier. Alkoholfrei? Ja. Das ist doch Wahnsinn! Mhm. Was kommt als nächstes? Chicken und Schwein? Das ist nicht mein Veggie. Ich gebe Ihnen gleich alkoholfrei! Ja, wir beruhigen uns jetzt, Herr Peschke. Ja, beim Alkohol hört der Spaß dann meistens auf. Und ich gebe zu, von da an wurde es auch immer hässlicher. Mir blieb dann auch leider keine andere Wahl, als ihn abzugeben. Ja, Herr Peschke, ich wünsche Ihnen alles Gute. Hier sind Sie definitiv in guten Händen. Dankeschön. Ja, so enden die meisten meiner Coachings. Die meisten halten den Druck nicht aus. Und aus diesem Grund gibt es das Richard-Wagner-Haus. Ein kulturbereinigtes Wohnprojekt für verunsicherte Deutsche. In diesem Sinne, empfehlen Sie mich weiter und alles Gute. Wenn ihr nicht so enden wollt wie ich, solltet ihr eine Dosis Datteltäter nehmen. Da oben geht es zum Ausländer-Workshop von den Datteltätern und darunter geht es zum Video von Browser Ballet. Applaus von rechts. So, und ich esse jetzt hier noch ein bisschen Pumpernickel.